Ich würde Sie gerne nochmal wirklich darum bitten, nochmal auch über diesen Änderungsantrag nachzudenken, auch jetzt nochmal nachzudenken, wenn Sie der Meinung sein sollten. Ich hatte keine Möglichkeit, die jetzt direkt in den Ausschuss zu geben oder sonst irgendwas, das statt lieber zur Diskussion der Form der Tagesordnung. Dann würde ich Sie bitten, tatsächlich das Ganze auch sonst nochmal zu verschieben, wenn Sie Zeit brauchen zur Beratung. Aber ich denke auch gerade in diesem Bereich ist es notwendig, dass wir wirklich einen Schutz den Menschen gegenüber irgendwo mit da einbauen, dass sie nicht im Prinzip in der nächsten Periode direkt wieder einer Räumung im Endeffekt ausgesetzt sind, beziehungsweise überhaupt dem Wohnungsverlust. Sie wissen selbst, dass die Wohnungen gerade im Bereich Sozialbau äußerst knapp sind und auch ansonsten im Prinzip der Zugang zu bezahlbaren Wohnungen auch auf dem freien Markt nicht gerade sonderlich hoch ist. Sobald noch irgendwelche anderen Barrieren enthalten sind, also das heißt zum Beispiel als Barrierefreiheit benötigt wird, die Diskriminierung aufgrund des Migrationshintergrundes, weil einfach der falsche Name im Prinzip im Spiel ist. Das sind alles Sachen, das wären Möglichkeiten, das zu beseitigen, wenigstens in den Bereichen des sozialen Wohnungsbaus, dass auf jeden Fall diese Wohnungen in die Preisgrenzen passen und das im Prinzip im Vorfeld voraussichtlich, denn ich weiß nicht, wie jetzt die Grenzen der Kosten der Unterkunft gedacht sind oder angeplant sind. Ich weiß nicht, ob jetzt die 7,10 Euro in dem Fall da reinpassen müssen. Ich weiß nicht, was in der Zukunft ist. Aber es geht einfach darum, mit dem Änderungsantrag im Prinzip einen Deckel darauf zu setzen, dass es generell nicht überstiegen wird. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als der Wohnungsmarkt noch entspannter gewesen ist und Wohnungen im Bereich der Mietpreisbindung weit unter der Angemessenheitsgrenze gelegen haben. Und ich denke, dann hat man auch tatsächlich einen Puffer, aber das ist jetzt im Vorfeld natürlich nicht so einfach vorauszusehen, aber wir können da einen Riegel vorschieben. Und deswegen bitte ich Sie, entweder dafür zu stimmen oder es nochmal aufzuschieben.